Wisst ihr, was ich heute mache? Ich erzähle eine Geschichte. Die müssen wir, glaube ich, zusammen erfinden. Helft ihr mir dabei? Und ich sage aber erstmal was zu den Instrumenten. Das hier, wer kennt das? Vielleicht ein Riesenzylophon? Richtig. Und das hier ist eine Pantam. In der Geschichte, da müssen wir erstmal überlegen, wer da mitspielt. Ein Vogel. Was? Ein Vogel. Und eine Katze. Ein Vogel und eine Katze. Die Katze, die klingt so. Jetzt kommt der Vogel. Der Wolf, der klingt so. Dann macht mal alle, wie ihr denkt, dass der Regen klingt. Und der Wind kommt dazu. Und dann ganz klar. Was war das nochmal? Leise. Leise. Also wenn ich so mache, was macht ihr dann? Ganz still sein. Und die Katze sagt, oh, ich bin schon so lange hier in diesem Wald und irgendwie gefällt es mir hier nicht mehr. Hier gibt es immer mehr Tierfallen und außerdem wird der Wald immer kleiner, weil immer wieder Menschen kommen und Bäume fällen. Der Wolf, der ist unten am Baum und ärgert sich, dass die Katze da hochgeklettert ist. Mit ihren Zähnen an einem Stiel von einer Frucht und die Frucht fällt runter. Der Wolf, der beißt einfach rein. Und dann kommt auf einmal jemand an. Der Bär. Florian Betz. Ich bin Musiker und Mitbegründer des Vereins für verkörperte Ökologie und Kunst. Unsere Vision ist, dass jedes Kind regelmäßig hochwertige Live-Musik erfährt. Dabei steht die altersgerechte Musikvermittlung im Mittelpunkt. Das Besondere an den hier gezeigten Konzerten ist, dass die Kinder die Konzerte aktiv mit ihren Ideen mitgestalten. Diese Urhebererfahrung ist besonders wichtig für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen und sie ist wichtig für Kinder, die im Alltag mit ihrer ausschweifenden Fantasie und ihrer Energie anecken und als störend empfunden werden. Sie machen hier die Erfahrung, dass genau diese Ideen ernst genommen und auf der Bühne aufgegriffen werden.